Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zu unserem LandessprecherInnen Tobias R. 10 Menschen. 9 davon hatten einen Migrationshintergrund. Im Anschluss ermordete er seine Mutter und dann richtete er sich selbst hin. Durch aktive antifaschistische Arbeit und durch soziale Politik müssen wir sicherstellen, dass sich Hanau nicht wiederholt. Wir Linke fordern die entschlossene Bekämpfung des Faschismus und jeglicher Form von Diskriminierung. Daher möchten wir heute mit Metin Kayan über soziale Ungerechtigkeit gegenüber Migrantinnen sprechen, die sich durch die Corona-Auflagen noch weiter verschärft haben. Ich begrüße dich nochmal ganz herzlich, lieber Metin. Nochmal ein paar Worte zu deiner Person. Du bist Mitbegründer der Linken in Hamburg. Seit 2020 bist du Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und du bist Fachsprecher für Migration und interkulturelles Zusammenleben für die Linksfraktion. Außerdem bist du Fachsprecher für Technologie und Netzpolitik. Und bevor wir starten mit unserem Talk, möchte ich natürlich noch zu euch richten. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen an uns und natürlich an unserem Gast unter talk-hamburg.de. Ich übergebe dann an Jacqueline und begrüße dich natürlich auch ganz herzlich. Danke, Kevan. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mehr als 680.000 Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund leben in Hamburg. Hamburg ist eine Einwanderinnenstadt. Deutschlandweit leben etwa 11 Millionen Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Aber gleichzeitig ergeben Umfragen, zum Beispiel eine aus dem Jahr 2017 von der bundesweiten Antidiskriminierungsstelle, gibt mittlerweile jeder dritte Mensch in Deutschland an, Opfer von Diskriminierung schon mal gewesen zu sein. Ja, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind weltweit rassistische Diskriminierungen und auch in Deutschland massiv gestiegen. Die Corona-Pandemie wirkt eben wie ein Brandbeschleuniger jetzt nochmal zusätzlich im Bereich der Diskriminierung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Angaben an die Bundesantidiskriminierungsstelle und Anzeigen haben sich verdoppelt im Vergleich zum Jahr 2019. Schon vor der Pandemie, Kevan hat es angesprochen, war die soziale Ungleichheit massiv in Deutschland. Und besonders betroffen sind vor allen Dingen Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel bei Zugang zur Bildung, zum Wohnen, zum Arbeit. Überall sind Migrantinnen und Migranten stets nachweislich diskriminierter. Ja, dieses Jahr ist 60-jähriges Jubiläum im Bereich der Anwerbung von Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Metin, kannst du uns einiges darüber erzählen? Ja, gerne. Und vielen Dank auch. Es ist tatsächlich dieses Jahr der 60. Jahrestag der Arbeitsimmigration nach Deutschland, der Anwerbung von Arbeitskräften aus der Türkei. Die Italiener kamen, also Menschen aus Italien kamen 1955 schon, aus Griechenland und Spanien bereits 1960. Aber 1961 gab es dann eben dieses Abkommen mit der Türkei über Anwerbung von Arbeitskräften. Arbeitskräfte nach dem Krieg, als die deutsche Wirtschaft praktisch am Boden lag, musste die Wirtschaft neu aufgebaut werden. Deutschland musste aufgebaut werden und man brauchte eben Arbeitskräfte. Und es wurden in der Türkei tatsächlich junge Menschen, gesunde junge Menschen nach erniedrigenden, menschenverachtenden Untersuchungen angeworben und nach Deutschland in Anführungszeichen eingeladen zum Arbeiten. Und dann kam eben genau das, was Max Frisch seinerzeit gesagt hat. Wir haben Arbeitskräfte gerufen, aber es kamen Menschen. Und diese Menschen kamen dann mit all ihren sozialen, kulturellen, traditionellen Vielfältigkeiten, mit ihren Gewohnheiten hierher.
Und sowohl die Wirtschaft als auch die Politik hat gleich von Anfang an versäumt, diesen Menschen eine Perspektive zu bieten. Also sie hier praktisch gesellschaftspolitisch, sozial und aber auch politisch insbesondere am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Wirtschaftlich wurden die sofort, also betriebswirtschaftlich wurden die sofort integriert, eingegliedert, aber nicht in dem Maße, wie sie eben in die Betriebe integriert wurden, wurden sie auch politisch oder sozial in die Gesellschaft integriert. Und ja, wie gesagt, es kamen also eine ganze die Menschen hierher und wie gesagt, diese Politik, dass man davon ausgegangen ist, die werden ohnehin jetzt 2 oder 3 Jahre hier arbeiten und dann wieder zurückkehren. Das hat sich nicht bewahrheitet, sondern die Menschen sind... Aber Sie haben ja auch keine Sprachkurse zum Beispiel bekommen, ja, also oder? Bis in die 80er Jahre, ich habe das ja selber miterlebt, bis in die 80er, 90er Jahre haben Menschen auf dem Firmengelände in Baracken gelebt und mussten dann morgens zur Arbeit und abends nach der Arbeit praktisch wieder in ihre Baracken. Es wurde weder von den Betrieben noch von der staatlichen Seite irgendetwas getan, damit diese Menschen auch tatsächlich sozial und politisch hier ankommen. Wirtschaftlich, integriert in die Betriebe, ja, aber alles andere nicht. Und das ist tatsächlich ein Dilemma für diese Menschen, weil sie einerseits im Ausland angeworben worden sind, also und hier teilweise mit offenen Armen empfangen wurden. Der 1 millionste Immigrant wurde sogar belohnt mit einer Vespa, aber dieselben Menschen wurden hier, wie gesagt, nicht Teil der politischen Landschaft, sondern immer aus der Perspektive der Wirtschaftlichkeit im kapitalistischen Produktionsprozess Verwertbarkeit gesehen. Und deshalb ist es, hat sich das also bisher, insbesondere bei der ersten Generation, so entwickelt, dass sie sich eigentlich hier nicht zu Hause gefühlt haben. Und mit der Zeit hat man gesehen, die werden nicht zurückkehren. Da wurden die Familien nachgezogen, sind Kinder hier geboren. Und aber auch dann ist es eben so, dass sie immer noch als Gastarbeiter, bis in die 80er, 90er Jahre als Gastarbeiter bezeichnet wurden, als Ausländer und als Migranten und. Viele Bezeichnungen, aber letztendlich die politische, soziale Teilhabe hat bisher nicht funktioniert. Und Jacqueline, du hast schon gesagt, also Hamburg mit den 1,8 Millionen Einwohnern, davon sind mehr als ein Drittel Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte. Und wenn man sieht, dass sie auch einen erheblichen Teil zum Wohlstand dieser großartigen Stadt beitragen, zum Reichtum dieser Stadt beitragen, aber eben nicht im gleichen Maße am gesellschaftlichen Leben politisch teilnehmen dürfen, dann hat sich seit 60 Jahren im Grunde genommen hier nicht viel geändert, was die Teilhabe anbetrifft. Es werden viele schöne Worte gebraucht. Die Ausländerbehörde heißt jetzt nicht mehr Ausländerbehörde, sondern Migrationsbehörde, beziehungsweise der Ausländerbeirat heißt jetzt auch nicht mehr Ausländerbeirat, sondern Integrationsbeirat. Aber sonst hat sich da, sag ich mal, grundsätzlich nicht viel geändert. Immer noch dürfen sie nicht an den Wahlen teilnehmen. Immer noch dürfen sie nicht einmal ihre Stimme abgeben, wenn es darum geht, ob die Bäume in ihrer Straße abgefällt werden also oder nicht. Und also man kann die Liste sehr lang sehen. Und das ist ja im Grunde genommen ein Teil dessen, was man auch, wir sind jetzt von Hanau ausgegangen. Und deswegen ist das ja auch regelrecht ein staatlicher, ja, eine Diskriminierung im Grunde genommen. Staatlich, von der Wirtschaftsseite her, eine Diskriminierung. Und die muss jetzt im reichen Hamburg, im reichen Deutschland eigentlich beendet werden. Das ist eine Schande im 21. Jahrhundert. Nochmal ein kurzer Buchtipp, wenn man über die Situation der Gastarbeiter, Günther Wallraff, ganz unten, kann ich jedem empfehlen. Das spiegelt eigentlich die Situation, wie Gastarbeiter in diesem Land bis Mitte, Ende der 80er Jahre behandelt wurden. Nur mal kurzer Einwurf. Du hast das ja schon sehr gut umrissen. Und ich hätte eine folgende Frage. In Berlin gibt es ja ein Landesdiskriminierungsgesetz. Ja?
Würdest du sowas nicht auch für Hamburg gut tun? Oder würde es nicht Hamburg auch in dieser Situation mit den vielen Migrantinnen, die wir haben, einen Vorteil bieten, solch ein Gesetz zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf Bundesebene, wobei dieses Gesetz natürlich Diskriminierung verbietet und den Diskriminierten die Möglichkeit gibt, gegen den Arbeitgeber oder gegen Privatpersonen vorzugehen und die Rechte einzuklagen. Aber es gibt momentan eben kein Gesetz auf Bundesebene und auf Landesebene in Berlin und in Hamburg würde das auch sehr gut zu Gesicht stehen, wenn es auch ein Gesetz gibt, das die Diskriminierung oder sogar den Rassismus in staatlichen Institutionen, in der Verwaltung, bei der Polizei, bei der Armee und das auch praktisch als Grundlage hat und die Einklagbarkeit des rassistischen, des diskriminierenden Handelns dann einklagbar macht. Und vor allem aber auch muss es so sein, dass nicht die diskriminierte Person oder diskriminierten Personengruppen sich rechtfertigen müssen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja in Berlin der Fall, dass diejenigen, die ein diskriminierendes Handeln verursachen, diskriminierend handeln, dass die eigentlich zur Rechenschaft verpflichtet werden, beziehungsweise eben sich darlegen müssen, warum sie so gehandelt haben und ob es keine andere Möglichkeit gab, anders zu handeln. Insofern würde es natürlich Hamburg sehr gut zu Gesicht stehen, auch so ein Gesetz zu haben. Ich glaube, da sind auch Vorbereitungen dafür da. Und ja, wir können das nur begrüßen, wenn sich so etwas einstellen sollte. Da hätte ich noch eine kleine Zwischenfrage. Wie sieht es denn, wenn man jetzt die Situation jetzt mal andersrum betrachtet, wie sieht es denn mit der Diskriminierung in der öffentlichen Verwaltung aus? Hast du da Fakten oder kannst du uns was darüber sagen? Ja, also du hast das ja am Anfang gesagt, in der hamburgischen Bürgerschaft fangen wir einfach mal bei dem Senat an und den öffentlichen Unternehmen, an allen, wo der Staat auch beteiligt ist, an den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ob das der NDR ist, ob die Jobcenter sind, ob die Grundsicherungsämter sind oder das Parlament, überall dort, Polizei und Bundeswehr, überall dort, wo eben staatliches Handeln stattfindet. Man muss sich das so vorstellen, also jeder Mensch, der einigermaßen, und vor allem geht es bei der Diskriminierung nicht nur um Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, sondern es geht um Menschen wegen ihres Alters, wegen ihres Aussehens, wegen ihres Geschlechts, wegen der sexuellen Neigung, wegen einer Behinderung oder als Frau. Ne? Jede Art von Diskriminierung. Und darum geht es. Und diese passiert leider auch in diesen öffentlichen Unternehmen, in öffentlichen Anstalten. Und bei Polizei, wir hören ja immer wieder von NSU 2, wir hören ja immer wieder von Zusammenkünften oder Chatgruppen bei der Bundeswehr. Und wir hören auch immer wieder, dass Mitarbeiter von bestimmten Anstalten auch sehr menschenverachtende Äußerungen machen. Also all das, wenn man das zusammen, müsste die Möglichkeit bieten, dass man auch gegen staatliche Stellen, gegen öffentliche Stellenverwaltung auch die Möglichkeit haben soll, sich zu Wehr zu setzen, zumindest mal das einzuklagen und das Recht zu fordern. Ja, also vielleicht um das auch aus unserer linker Sicht noch mal ein bisschen deutlicher herauszuarbeiten. Ihr seht ja, wir sind alle hier drei Migrantinnen, ja, alle drei nicht hier geboren und fühlen uns natürlich als Teil dieser Gesellschaft. Und wir möchten ja auch keine Privilegien, sondern einfach die gleichen Rechte wie alle anderen. Und das gilt für jeden Menschen mit Behinderung, das gilt für jede und jeden aufgrund ihrer
ihres Geschlechts und sonstiger Merkmale. Und das ist ja das Ziel, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft für alle leben, in der niemand diskriminiert wird. Und es ist, was du ja, Metin, auch gesagt hast, im Jahr 2021, dass dieser Zustand nach 60 Jahren mindestens Einwanderungsgeschichte immer noch nicht annähernd an dieser Stelle sind, ist natürlich auch ein politisches Armutszeugnis. Es wurde viel, es wird immer von Integration gesprochen. Die Migrantinnen müssen sich integrieren, aber Integration ist keine Einbahnstraße. Ne? Also deswegen sprach ich auch wegen den Sprachkursen dich an, wenn den Menschen gar nicht die Chance gegeben wurde, die Sprache zu lernen. Kann man auch nicht sagen, die haben sich geweigert zu integrieren. Ich kenne viele, gerade aus der Gastarbeiterinnen-Community, die haben sich Deutsch selbst beigebracht in ihrer Freizeit. Mütter, die gearbeitet haben, Kinder hatten, die Sprache noch nebenbei gelernt haben, die ist dann nicht immer perfekt, weil sie einfach nicht die schulische Bildung dafür hatten. Aber dann kann man das auch den Menschen politisch nicht vorwerfen. Und wenn dann solche Sprüche kommen von Herrn Seehofer und anderen, nicht? Also auch integrationswillig oder eben unwillig und so weiter, ist das natürlich auch ein Problem dessen, dass die Politik nie wirklich die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Ich habe mir das ja auch angeguckt. Ja, auch kein Geheimnis, dass wir alle schon drei Diskriminierung erfahren haben. Aber es gibt auch ganz klare Studien und Nachweise und Erlebnisse davon, dass alleine zum Beispiel aus dem Jahr 2018 eine Studie, in der ganz deutlich ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie sich für einen Job bewerben, deutlich weniger Antworten überhaupt bekommen auf ihre Bewerbung, deutlich weniger positive. Oder dass jemand mit albanischem, marokkanischem, äthiopischem Migrationshintergrund deutlich schlechtere Chancen hat als eine Person aus einem westeuropäischen Land. Oder besonders natürlich das Thema Kopftuch, dass eine Frau mit Kopftuch oder mit türkischen Namen viermal so wenig Chancen auf den Arbeitsmarkt hat als jemand nicht, also ohne. Und das sind natürlich Dinge, über die auch offen gesprochen werden muss, damit man sie auch bessert, verändert zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Ja, ganz vollkommen Zustimmung. Es ist ja auch so, also wenn man jetzt zu den Anfängen geht, in die 60er Jahre, da wurden insbesondere zum Beispiel in der Türkei Menschen hierher geholt, die insbesondere aus den ländlichen Gebieten, die teilweise gar nicht mal lesen und schreiben konnten. Und aus den besseren Gebieten, sage ich mal in Anführungszeichen, also aus den Städten, wo die Menschen lesen und schreiben gelernt haben, Schule besucht haben, da sind sehr wenige gekommen hier nach Deutschland. Also wie gesagt, aus ländlichen Gebieten und sofort aus dem ländlichen Gebiet praktisch hier in eine Großstadt zu kommen, in eine Stadt zu kommen ohne die Kenntnis der Sprache und eben aber auch die Möglichkeit, sich da kenntlich zu machen. Kenntlich zu machen in dem Sinne, ja, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ihr habt mich hierher geholt, damit ihr meine Arbeitskraft ausbeuten könnt. Aber ich möchte, wenn ich meine Arbeitskraft hier ausbeuten lasse, genauso auch die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nein, stattdessen wurden all diese Kurse, Sprachkurse, Integrationskurse gar nicht angeboten. Und als man dann gesehen hat, dass das nicht weitergehen kann, so, und die Leute nicht mehr zurückkehren wollen, dann hat man langsam angefangen, von Integrationskursen zu sprechen oder wie man sie in diese Gesellschaft eingliedern kann. Und vor allem aber, das muss man auch noch dazu sagen, es hat diese Äußerungen von Seehofer und Co., aus Teilen der CDU und AfD insbesondere, aus den rechten Ecken, die haben ja dazu geführt, dass eben auch diese Diskriminierung, dieser Rassismus entstanden ist. Wenn man einigermaßen darüber nachdenkt, ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt eine ganze Menge von Firmen, die Umsätze, wirklich großartige Umsätze gemacht haben, Gewinne gemacht haben und trotzdem Menschen entlassen haben. Angefangen bei der Telekom, bei der Deutschen Bank, was weiß ich, zig Firmen. Das ist jetzt kein positiver Werbeblock. sehr große Gewinne gemacht haben, aber trotzdem Menschen entlassen haben. Also nicht die Migrantinnen und die Einwanderer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg, sondern eben diejenigen,
die dafür verantwortlich sind. Wenn Sie Menschen aus Bulgarien, Rumänien hierher holen, bei Tönnies zum Beispiel, ne, zu Mindestlohn, noch nicht mal zu Mindestlohn, unter Mindestlohn arbeiten lassen und dafür dann andere entlassen, dann sind das nicht die Migrantinnen und Migranten, die den anderen die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern genau da muss man ganz genau aufpassen und recherchieren. Und einfache, so dahergesagte Sätze, die führen dann eben bei Leuten wie Tom, bei dem in Hanauer Attentäter, eben dazu, dass die dann aktiv werden. Aber wie gesagt, die Diskriminierung, der Rassismus ist eben nicht nur auf der Straße, bei Gesprächen in der Verwaltung und beim Jobcenter. Ja. Wenn man eben dahin geht, und ich bin ja eben auch in der Sozialarbeit und bin sehr oft mit Menschen, die eine Behinderung haben, die Sprache nicht kennen, insbesondere aber auch diskriminiert worden sind bei solchen Anlässen dabei und habe das mehrmals erlebt, dass diese sehr abfällige Bemerkungen gemacht worden sind und ja, ihr kommt, wollt unser Geld, aber ihr könnt nicht mal Deutsch, so nach dem Motto. Das muss aufhören und dafür sollte eben so ein Gesetz daher, dass auch solches Handeln unter Strafe stellt. Genau. Ja, ich würde auch noch mal ganz gerne sagen, das hat ja natürlich auch einen historischen Verlauf. Ne? Es ist nicht nur die AfD, es war auch die CDU ganz maßgeblich, die Gesellschaft zwischen Migrantinnen und ja, Deutschen zu spalten, so mit Wörtern wie Friedrich Merz Ende der 90er, mit Leitkultur, Rüttgers, der mit Kinder statt Inder, oder wenn ich an Roland Koch denke, die unsägliche Diskussion über den Doppelpass, ja, diese Bevorzugnahme von Migranten oder von, die jetzt Deutsche werden wollen, aber die Länder sie nicht ausbürgern und automatisch einen Doppelpass haben und man dann wirklich dazu geneigt hat, diese Gruppen zu stigmatisieren. Das sind keine richtigen Deutsche. Und das hat natürlich eine gewisse Geschichte. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, bis Ende der 90er Jahre, konnte man eigentlich nur einen deutschen Pass erlangen, wenn man quasi, da galt das Blutsrecht. Also man brauchte deutsche Vorfahren, um Deutscher zu werden, ja. Und nicht das Geburtsrecht, was in ganz vielen europäischen Ländern herrscht. Und so hat man immer weiter die Gesellschaft gespalten, um da noch mal so einen kleinen Input zu geben. Und man darf natürlich nicht vergessen, die, jetzt wenn wir das auf Hamburg runterbrechen, die Migrantinnen und Migranten, die zahlen ja hier voll Steuern. Also das heißt, die Nehmerseite ist voll gegeben, aber der Staat gibt halt nichts zurück. Also man kann bei Volksentscheiden nicht teilnehmen, man kann bei Wahlen nicht teilnehmen und so weiter und so fort, um das nochmal zu beleuchten. Aber ich würde jetzt gerne mal zum Lockdown kommen. Was hat sich denn jetzt noch verschärft bei den, ja, wenn wir den Gruppen, die eh schon diskriminiert werden, welche Auswirkungen hat der Lockdown und Corona für diese Menschen? Also es gibt ja keine Statistik darüber, wie viele Unternehmen zum Beispiel von Migrantinnen gegründet worden sind, wie viele Unternehmen jetzt oder Solo-Selbstständige Migrantinnen und Migranten gibt. Und deshalb ist es natürlich auch sehr schwer, so eine Trennung zu machen, beziehungsweise überhaupt zu erfassen, was ist denn jetzt zum Beispiel bei den Selbstständigen, bei den Kleinunternehmen, mittleren Unternehmen, wie stehen die da? Aber wir haben sofort am Anfang, als es mit dem Lockdown losging, haben wir gesagt, Leute, Menschen, die diese deutsche Sprache nicht beherrschen, die müssen in ihrer eigenen Sprache, in der Muttersprache darüber informiert werden, über die Verordnungen und über die Einschränkungen und vor allem auch die Möglichkeiten, wie sie an die Hilfen herankommen können. Und da wurde das mit den Regierungsstimmen von SPD und Grünen abgelehnt. Und traurig ist es aber so, dass auch bei den Reden immer Migrantinnen vorgeschickt werden, die dann praktisch dagegen stimmen. Es ist traurig, ja. Und wir haben gesagt, stellt zumindest mal Leute ein, die bei beim Ausfüllen der Anträge, bei der Beantragung der Gelder behilflich sein können.
also vorübergehend. Auch das wurde abgelehnt. Wir haben eine ganze Menge von Anträgen gestellt und Anfragen gestellt, wie es um die Migrantinnen und Migranten geht. Also angefangen bei den Vereinen, die gemeinnützigen Vereine. Bekommen die finanzielle Hilfen? Keine Antworten oder nein, es gibt eben diese Differenzierung nicht. Wir haben zum Beispiel beantragt, dass wenn Menschen hierher kommen und zu einem bestimmten Anlass und zum Beispiel heiraten wollen, dass sie dann wieder ausreisen müssen und dort einen neuen Antrag neues Visum beantragen müssen. Das ist irrsinnig eigentlich, wenn die Menschen sowieso schon hier sind. Wir haben gesagt, diese Integrationsbeiräte, ne, zum Beispiel sollen Entscheidungsbefugnis haben, finanziell auch ausgestattet sein, damit sie auch eben all den Menschen, die eine Hilfe brauchen, auch behilflich sein können. Aber es ist ja so, wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man nicht weiß, was eigentlich von einem gefordert wird, warum man, sag ich mal, seine grundlegenden Rechte jetzt einbüßen muss und zu Hause bleiben muss. Und teilweise sind die Menschen ja auch ohnehin nur in ihrer engen sozialen Bindung da. Und diese enge soziale Bindung geht dann plötzlich auch weg. Und wir wissen, dass wegen in dieser Corona-Pandemie Menschen krank geworden sind und vereinsamt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Und da fehlte eben an konkreter Information, konkreter Wegweisung und vor allem auch bei den Solo-Selbstständigen, bei den Kleinunternehmern. Ich weiß zum Beispiel, das hat auch unser Hamburger Finanzsenator gesagt, dass die Corona-Novemberhilfen zum Beispiel zum Teil nur 38% davon abgerufen worden sind, beziehungsweise bezahlt worden sind. Also die restlichen 62% sind noch da, die bezahlt werden müssen. Und Anträge werden gestellt. Auf die Anträge müssen die Leute teilweise wochenlang warten, monatelang warten. Und vor allem aber auch müssen sie nachweisen, dass sie ein Geschäft hatten, dass sie ein Geschäft getätigt haben durch einen Steuerberater und all diese Sachen. Also die Schwierigkeit, in der sie bereits steckten, die wurde durch diese Pandemie noch mal verstärkt. Also die Vereinsamung, wohin eigentlich? Die Vereine sind zu, Beratungsstellen sind entweder überfordert oder auch zu. Mhm. Ne? Und telefonische Erreichbarkeit bei den Jobcentern, bei den Beratungsstellen ist auch nicht immer sehr gut. Das heißt, letztendlich wurde diese Pandemie auch von vielen zum Vorwand genommen, zum Beispiel Zwangsräumungen durchzuführen. Davon sind Migrantinnen und Migranten natürlich auch sehr betroffen. Oder dass Obdachlose, ne, auch, es gibt auch Migranten, die obdachlos sind auf der Straße. Sterben. Sehr viele sogar. Ja. Und für die haben wir unzählige Anträge gestellt. Also letztendlich haben wir so, wenn ich mal das so sagen darf, sehr viele Anträge, Anfragen gestellt zur Verbesserung der Situation von Menschen allgemein. Und ich mache hier keinen Unterschied zwischen einem migrantischen Arbeiter und Arbeiterin und einem deutschen Arbeiter und Arbeiterin, weil ich gehe, als Linke gehe ich eben davon aus, dass wir Menschen uns nicht dividieren lassen dürfen, ja, in unserer Klassensichtweise. Nicht der deutsche Arbeiter und nicht die deutsche Arbeiterin ist unser Feind oder unser Gegenüber, sondern eben diejenigen, die uns dafür ausbeuten. Und deshalb letztendlich all dies, was die Menschen bereits in sehr, sehr tief erlebt haben. Also wenn ich mal in vor Pandemiezeiten mal spazieren ging, mit Menschen gesprochen habe, dann haben sie über ihre Sorgen erzählt, aufgrund meiner Sozialarbeit. Und diese ist jetzt doppelt, dreifach verstärkt worden. Ja. Es gibt keine Leute, mit denen man sprechen kann. Und man kann nicht aus dem Haus raus und man kann nicht mal mit den Verwandten zusammenkommen und Hilfe beantragen. Viele von denen, die ich kenne, die viel Hilfe beantragt haben, haben noch immer keine Antworten bekommen. Und stehen vor dem Aus praktisch. Ja, ich glaube, wir haben die ersten Fragen reinbekommen. Sieht gut aus.
Ja. Ja? So. Wie schaut das aus? Benny fragt, welche Möglichkeiten der Beratung und Information gibt es speziell in Hamburg für Migranten? Also es gibt eine ganze Menge von Beratungsstellen bei der Diakonie, bei Caritas, bei den, wenn ich das einfach mal so aufführen darf, also auch in den Bezirken zum Beispiel von Vericum, Diakonie, Caritas und interkulturelle Begegnungsstätte, BI, Internationaler Bund, eine ganze Menge von Beratungsstellen, in denen man telefonisch oder auch in Präsenz sich beraten lassen kann, Informationen einholen kann zu verschiedenen Punkten. Also nicht nur zum Antidiskriminierung, Rassismus und so weiter, aber auch um konkrete Hilfen, ob das jetzt bei den verschiedenen migrantischen Organisationen oder, wobei die alle momentan ja fast geschlossen haben, und eben telefonischen Kontakt, persönlichen Kontakt zu diesen oder insbesondere bei den in den Bezirksämtern telefonischer Kontakte. Danke, Metin. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, ich sehe ein Okay. Eine Frage von Ihnen. Sie fragt, was kann eine Landesregierung wie die in Hamburg in der Frage des Staatsbürgerschaftsrechts tun? Nochmal eine Frage. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Emi fragt. Oh, das war laut. Nochmal. Eine technische Frage. Das ist halt, wenn man live überträgt. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, sehr gut. Emi fragt, was kann eine Landesregierung in Hamburg in der Frage des Staatsbürgerschaftsrechts denn tun? Staatsbürgerschaftsrecht. Ob die Hamburger Landesregierung da was verbessern kann über das Staatsbürgerschaftsrecht. Also die Regierungsparteien aus SPD und Grünen haben in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, dass sie Menschen, die seit langem hier in Deutschland leben, die Möglichkeit bieten wollen, auch ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen, zumindest mal an Kommunalwahlen teilnehmen zu können. Jetzt ist es aber die Frage, die lange in Deutschland leben. Es ist eben die Frage, wie lange ist denn lange und wie lange heißt es? Ist genug, damit man in Deutschland gelebt haben muss, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft wählen zu dürfen. Es ist aber jetzt so, dass man verstärkt darauf arbeitet, die deutsche Staatsbürgerschaft als Ausweg praktisch daraus zu präsentieren. Eher die Bemühungen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu vereinfachen, damit eben dieser ganze Umweg über die nicht geschieht. Man kann das also einerseits begrüßen, wenn die deutsche Staatsbürgerschaft vereinfacht wird, wenn man das machen kann. Aber das sollte eben kein Hindernis davor sein, dass Menschen, die hier leben, seit mindestens 5 Jahren hier leben, auch die gleichen Rechte mit kommunalem und allgemeinem Wahlrecht und allem, was dazu gehört, auch zu bekommen. Also deutsche Staatsbürgerschaft praktisch nicht gegen dieses allgemeine Recht, Menschenrecht zu stellen. Ja. Danke. Man muss auch dazu, das kann ich auch immer wieder betonen, die Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Stadt ja auch Steuern zahlen, sollten dann auch zumindest auf kommunaler Ebene an der Teilhabe teilnehmen können. Also die müssen, ich finde, das ist ja auch ganz entscheidend für den Zusammenhalt und wenn man die Menschen integrieren will, denen auch eine, ja, zumindest eine kommunale Stimmrechtsgrundlage zu geben. Und das wird, ich hatte immer das Gefühl gehabt, die SPD will das unbedingt. Das war immer, als sie noch auf Bundesebene in der Opposition waren, haben die das immer stark eingefordert. Aber ich habe das Gefühl, dass das relativ verstummt ist. Und
Was mich nochmal, ja, ich meine, es ist dann immer diese Umkehrung, dass man dann wieder neue Parameter aufstellt, wenn man des Machterhaltes denkt. Und da muss ich sagen, da verstehe ich gar nicht, oder andersrum gefragt, nochmal zurückzukommen, wenn all diese Formen von Diskriminierung doch klar sind, warum bewegt sich der Hamburger Senat nicht? Ich meine, wir haben ja Sozialdemokraten und Grüne, die sich ja doch immer doch, gerade die Sozialdemokraten, sich einen hohen sozialen Anstrich geben. Aber was dann eine Grundlage eines Antidiskriminierungsgesetzes oder auch wirklich Strukturen zu ändern, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Ja, sozialdemokratisch heißt ja nicht gleich, dass man auch sozial und demokratisch handelt. Das ist, und in der Opposition wird ja viel gesagt. Und sobald man, das haben auch die Grünen gesagt, also in der Opposition wird immer so viel gesagt. Und wenn man dann selbst in den Machtzentralen sitzt, dann ändert sich vieles. Deswegen ist auch mein Appell an unsere Partei, sich gar nicht erst mal solche Gedanken zu machen, sondern eine starke Opposition zu bilden, damit eben wir mit unseren Forderungen auch in der Gesellschaft auch weiterhin etwas bewegen können. Im Hamburger Senat, wir haben das ja schon mehrmals angesprochen und auch diesbezügliche Anträge gestellt, auch Anfragen gestellt, warum es nicht möglich ist, Menschen, die seit vielen Jahren hier leben, also zumindest mal die seit 5 Jahren hier leben und sich sowohl im Arbeitsleben als auch im, sage ich mal, im Sozialen hier in Anführungszeichen integriert haben, warum man diesen Menschen nicht die Möglichkeit gibt, all die gleichen Rechte, die man als Deutscher hat, zu bekommen. Und immer wieder hieß es, ja, wir haben ja unsere Integrationsbeiräte, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, mit denen sich eben diese Migranten befassen können. Und wir tun ja schon sehr viel und wir haben eben dieses Teilhabegesetz, wir haben dieses Gesetz, jenes Gesetz, aber letztendlich bleibt es, wie was ich vorhin gesagt habe, man ändert den Namen und vielleicht auch ein bisschen kosmetische Korrektur, aber grundsätzlich ändert sich das nicht. Ich hoffe, dass die Grünen zumindest mal ihrer ursprünglichen Vision zumindest mal ein bisschen wieder näher kommen und das tun, was sie eigentlich hätten schon längst tun müssen. Also tatsächlich auch diese Wahlrechten, diese gleichen Rechte für Migrantinnen und Migranten zu fordern. Also Metin, vielleicht um auch nochmal auch als Rückblick mal aufzuzeigen, wir sprachen ja vorhin von mindestens 60 Jahre Einwanderung und auch richtig Einladung von deutscher Seite an Migrantinnen und Migranten aus Italien, Jugoslawien, Türkei. Und den Defiziten in der ganzen politischen Integration. Und gleichzeitig hat man also die Menschen hier hingerufen und fürs Kapital, also nützlich für die deutsche Wirtschaft als die tragende Mitsäule für den Aufbau der deutschen Wirtschaft und damit auch des deutschen Staates, durch diese Arbeit der Migrantinnen und Migranten ja auch zum dem Wohlstand gekommen ist, aber gleichzeitig eben eine extrem hohe Hürde seitens des deutschen Staates, um Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu werden, gleichberechtigt. Ob es das Wahlrecht ist, das sind ja auch Volksentscheide. Also es ist ja nicht nur das Wahlrecht, sondern sich das Recht zum Beispiel auch aktiv an der Politik zu beteiligen und wählen zu lassen. Also ich bin ja auch ein Beispiel dafür, du bist ein Beispiel dafür, ne? Wir sind ja alle ein Beispiel dafür, dass wir ja hier nicht nur leben, sondern auch wirklich aktive Bürgerinnen und Bürger für die Interessen der Menschen hier sein möchten. Und Deutschland liegt ja derzeit weit unten bei den Einbürgerungen im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten. Das hat auch Gründe. Und das sind Gründe, die politisch geschaffen werden. Einige wurden ja hier genannt. Aber in Deutschland muss man ja hier mindestens 8 Jahre zum Beispiel gelebt haben, rechtmäßig gelebt haben und die Staatsbürgerschaft überhaupt beantragen zu müssen, neben vielen anderen Hürden. In anderen Staaten sind es zum Beispiel 5 Jahre. Andere Staaten haben schon lange zum Beispiel kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger. Das betrifft ja die Menschen
Menschen aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten zu ganzen Teilen, aber auch eben aus der Türkei. Und es gab ja eine Phase, wo Rot-Grün ja zum Beispiel die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt hatte. Das war ja auch ein Instrument. Ich habe zum Beispiel auch als Spätaussiedlerin auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Aber das ist ja wieder zurückgewickelt, abgewickelt worden. Und ein Ausschlussgrund ist zum Beispiel also die Voraussetzung, dass die andere Staatsbürgerschaft abgegeben wird wieder. Und das bringt auch viele Migrantinnen und Migranten auch in dem Sinne in Schwierigkeiten, weil in einigen Staaten auch zum Beispiel sehr hohe Gebühren, mehrere tausend Euro gezahlt werden müssen, um die Staatsbürgerschaft erstmal abzugeben. Ja, und das ist den meisten auch gar nicht klar. Also gerade diejenigen, die die harte Arbeit machen, ne, ob es Tönnies oder sonstige sind, also Menschen, die die harte alltägliche Arbeit hier machen, müssen dann hohe finanzielle Aufwendungen leisten, um die alte die ursprüngliche Staatsbürgerschaft abzugeben, um überhaupt die deutsche zu erlangen, neben all den anderen Hürden. Und das ist natürlich wieder eine Diskriminierung von Menschen, die eben weniger wohlhabend dann wiederum sind. Ne? Wieder ein Ausschlussgrund. Und als Linke möchten wir natürlich, und das sieht man ja auch an den Wahlbeteiligungen der Menschen, dass Ärmere auch sich an Wahlen weniger beteiligen. Und das trifft dann Migrantinnen und Migranten erst recht noch mal schwerer, weil sie gar nicht das Wahlrecht bekommen, weil sie aufgrund auch dieses Ausschlusses durch Finanzierungsmöglichkeiten das auch wiederum nicht leisten können. Darf ich dazu noch kurz was ergänzen, auch mit dieser Problematik? Du musst dich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden. Ist natürlich ein grundlegendes Problem, dass viele dann sich nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden, weil sie dann ihre Herkunftsstaatsbürgerschaft abgeben müssen und teilweise nicht mehr in ihre Länder zurückreisen können, ihre Familie nicht besuchen können. Und das schafft dann auch einen Konflikt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man diese Hürde nehmen würde, warum sollen die Bürgerinnen oder die Migrantinnen und Migranten nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen? Das würde für die ja auch eine wesentliche Erleichterung zeigen. Und gerade diese polarisierte Diskussion, damit müsste man ja auch mal wirklich aufhören. Keiner hat einen Vorteil, wenn er zwei Pässe hat, sondern eher im Gegenteil. Ich kann das nur an meiner Person noch mal ganz klar beschreiben. Wenn ich morgen in den Iran fahre, ja, und ich habe noch meinen iranischen Pass, habe ich im Iran keine deutschen Rechte. Und dieses Land ist eine reine Diktatur. Wenn ich irgendwas falsch mache, habe ich keinen Anspruch. Das heißt, ich habe dadurch überhaupt keinen Vorteil. Natürlich ist es besser, in die deutsche Botschaft dann zu gehen, anstatt dann quasi hilflos im Iran zu sein. Aber wir haben alle Familien und wollen das nicht aufgeben. Das wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen. Aber es gibt auch Länder, wo du, wenn du die Staatsbürgerschaft abgibst, auch zum Beispiel Rechte verlierst. Also, ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Erbrecht und so weiter, wenn deine Eltern eben Staatsbürgerin von Serbien sind und sie möchten dir dann irgendwann ihr Häusle vererben, was sie dort über die Jahrzehnte erarbeitet haben. Das Recht verlierst du dann unter anderem. Und das ist auch eine Ungerechtigkeit. Es ist auch ziemlich arrogant, sage ich mal, von deutscher Seite. Denn jeder Deutsche kann ja eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Ja. Muss eben die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren oder muss da nicht aus, kann sogar gar nicht mal austreten aus der deutschen Staatsbürgerschaft, sondern hat eben automatisch dadurch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Aber anderen Ländern, anderen Menschen, da wird dieses Recht verwehrt. Entweder gibst du deine Staatsbürgerschaft ab und wirst Deutscher oder es geht nicht. Doppelte Staatsbürgerschaft geht nicht. Das ist recht arrogant, ja. Und wie du schon sagtest, also viele verlieren dadurch auch wirklich die enorme Rechte. Und ich sehe aus dem Off, es sammeln sich die Fragen. Bitte. Es ist eine weitere Frage von Dennis reingekommen. Er fragt, inwiefern finden Integrations- und Sprachkurse statt und lässt sich der Schaden ermitteln, der durch die Verzögerung in der Sprachbildung entsteht? Das kommt heute nicht so gut an, aber ich gebe die Frage mal so weiter. Also durch fehlenden Sprachkursen, ja, was für ein Schaden entsteht überhaupt für die Gesellschaft? Ja. Also, gerade jetzt durch die Pandemie, ne?
auch durch die Pandemie noch verstärkt. Ja, natürlich. Ja. Also durch die fehlenden Sprachkenntnisse. Also ich sage mal so, die Sprache ist ja ein Instrument, mit der man sich in der Gesellschaft überhaupt bemerkbar macht, kenntlich macht. Und Sprache ist ein Kommunikationsinstrument, mit der man letztendlich seine Sorgen, Probleme, Freuden, was auch immer damit kundtun kann. Und wenn man dieser Sprache nicht mächtig ist, kann man auch die Freude nicht teilen, kann man auch die Sorgen nicht teilen, kann man eben auch nicht das, was man eigentlich fordert, auch fordern. Und auch versteht auch die ganzen Formulare, das, was am Telefon gesagt wird. Also heute habe ich zum Beispiel ein extremes Beispiel gehört. Da ist eine Frau, die einen Antrag gestellt hat und sie soll angerufen werden. Sie spricht aber kein Deutsch. Das heißt also, sie sucht jetzt verzweifelt nach einer Person, die Deutsch spricht, und diese Person soll dann Telefonnummer mitteilen, damit Jobcenter anruft. Also man kann die Rechte, die man hat, auch wenn sie eingeschränkt sind, nicht einmal die wahrnehmen, weil man eben diese Sprache nicht kennt und nicht weiß, an welche Stelle man sich wenden muss. Und wenn es sein muss, auch ob man da juristisch vorgehen kann, ob das ein Recht einfordern kann oder ob das eben etwas freiwillig ist. Ne? Also all dies ist dann nicht mehr möglich. Und vor allem, wenn man die Sprache nicht kennt, ist es ja auch keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hier. Also man kann nicht mit dem deutschen Nachbarn, mit der deutschen Freundin, mit dem deutschen Freund irgendetwas besprechen, mit ihm im Park zusammen sein oder zu Nachbarn Besuch gehen. Und all das wird dann nicht mehr möglich sein. Jetzt wird ja alles aufs Digitale aufgrund der Pandemie ja verlagert. Aber schon allein doch die Tatsache, wenn man die Sprachkenntnisse nicht hat, sich im Digitalen durchzuarbeiten und vor allen Dingen die Voraussetzung, überhaupt den digitalen Zugang zu haben, das ist ja schon mal eine Erschwernis. Gibt es da seitens des Senats überhaupt Lösungsansätze? Ja, also es wird ja viel von Digitalisierung gesprochen. Auf Seiten des Senats, auf Seiten der Regierungsparteien, auf Seiten vieler wird sehr viel von Digitalisierung gesprochen, von Innovation, Technik und so weiter gesprochen. Aber jetzt konkret in dieser Pandemie heißt es ja, bleibt zu Hause, macht Homeoffice oder Homeschooling. Da muss man doch zunächst einmal die Infrastruktur dafür schaffen, dass die Menschen eben von zu Hause aus mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind oder in der Schule mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind, damit sie überhaupt mal daran teilnehmen können. Es gibt eine ganze Menge von Familien, die eben keinen Laptop oder keinen Computer haben. Die haben keine Internetverbindung. Und wie sollen diese Menschen zum Beispiel an dem digitalisierten Unterricht teilnehmen? Wie sollen diese Menschen, die keinen Computer zu Hause haben oder gar nicht mal wissen, wie sie mit einem Computer arbeiten sollen, am Homeoffice teilnehmen? Also es gibt keine Schulungen dafür, es gibt keine Fortbildungen dafür, es gibt auch nicht die Infrastruktur dafür, es gibt nicht genügend Geräte dafür. Und vor allem, am Anfang hieß es ja, jede, die beim Jobcenter oder bei der Grundsicherung irgendwie Leistungen bekommt, soll 150 Euro bekommen, damit sich ein Notebook oder Tablet oder was auch immer. 150? 150, ja, also ich habe das nicht falsch verstanden, das sind 150 Euro. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kriegt man für 150 Euro ein Tablet, einen Computer? Und wenn man das zufälligerweise irgendwo gefunden hat, gebraucht, dann wie ist das denn mit der Internetverbindung? Das kommt dann auch hinzu. Und dann hieß es, ja, man kann ja zusätzlich noch beim Jobcenter Gelder beantragen. Aber von diesen beantragten Geldern, soweit ich weiß, sind die alle abgelehnt worden. Also sind keine Gelder zur Verfügung gestellt worden. Deswegen gibt es auch insbesondere in den migrantischen Familien eine Isolierung, eine Vereinsamung auch von den Kindern. Und das führt ja zu psychischen Erkrankungen. Und es gibt auch in der Familie psychische Erkrankungen, weil sie eben abgehängt sind letztendlich. Mhm. Finanzielle Einbußen, dass sie jetzt nur noch 67% oder 60% von ihrem Gehalt, Lohn bekommen, führt ja auch noch mal zu finanziellen Nöten. Und von dem sollen sie dann auch noch Computer digitalisiert und was weiß ich was macht.
Um das Dilemma nochmal den Zuschauern nochmal bildlich darzustellen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du Fachsprecher für Technologie und Netzpolitik bist. Wie häufig tagt dieser Ausschuss? Also wenn Innovation so wichtig ist. Ja, wie häufig tagt dieser Ausschuss? Ja, also es gibt ein... Um ganz kurz, regulär herrschen, also um einen Vergleich zu haben, normale Ausschüsse einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder... Ja, ganz unterschiedlich. Also die Haushaltsausschüsse tagen jetzt hier fast im 2-3-Tages-Rhythmus, weil wir eben Haushaltsberatungen haben. Aber es gibt auch Ausschüsse, die einmal im Monat tagen, zweimal im Monat tagen. Und dieser Ausschuss, eben Innovation und Technik, der tagt. Hat jetzt bis jetzt nur einmal getagt. Einmal getagt. Also einmal seit der Wahlperiode, in der genau. Du drin bist, das ist jetzt ein Jahr fast. Genau, einmal okay. Getagt und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so weit sein wird. Ach, jetzt also, hoffen wir schon drauf. Also das ja, sehr innovativ. Ist sehr zynisch, innovativ. Aber das ist ja Wahnsinn und alle reden ja von Digitalisierung und wobei, da muss das ich jetzt... ist ein Unterausschuss. Ne? Also okay, es ist ein Unterausschuss. Also es gibt aber keinen Ausschuss, der jetzt... Das ist ein Unterausschuss von dem Wirtschaftsausschuss und das heißt ja auch Innovation und Kommunikation. Ja. Super. Ich sehe, wir haben noch eine weitere Frage. Bitte. Wir haben eine weitere Frage von Leo. Wurden Migrantinnen eigentlich vor den massiven Eingriffen in ihre Rechte umfassend informiert? Bezug auf die Corona-Verordnung. Gute Frage. Danke, Leo. Möchtest du was dazu sagen, Metin? Ja, also jetzt unabhängig von den Migrantinnen und Migranten ist es ja so, dass durch diese Verordnung die Grundrechte ja massiv eingeschränkt worden sind. Das ist ja für alle Menschen. So, und da muss man sich manchmal die Fragen stellen, inwieweit die gerechtfertigt sind. Man muss sich die Frage stellen, warum der Lidl, Aldi und Edeka nebenan aufhaben, aber der Hutverkäufer nebenan nicht aufmachen darf. Man muss sich die Frage stellen, inwieweit sind diese Verordnungen dazu geeignet, tatsächlich diese Pandemie zu beenden. Oder man muss sich auch fragen, ob das auch möglich ist, ohne diese massive Grundrechte-Einschränkung möglich ist. Man hat das ja in verschiedenen Ländern in verschiedener Art und Weise gemacht. Aber letztendlich, ja, die Migrantinnen leiden doppelt darunter, weil erstens, wie gesagt, aufgrund der Sprachschwierigkeiten, aufgrund der Isolierung, aufgrund der Diskriminierung, aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen eben verwehrt werden. Ja, angefangen dabei, dass sie zum Beispiel diese Anträge nicht richtig gestellt haben und dadurch viele Anträge abgelehnt worden sind. Ne? Oder dass die Solo-Selbstständigen nicht wissen, haben sie die Möglichkeit, eben einen Antrag zu stellen, bekommen sie irgendwelche Gelder, das wissen sie alle nicht. Und diese massive Einschränkung der Rechte, ja, ich würde das jetzt nicht nur speziell für die Migranten sagen, sondern insgesamt. Metin, aber es ist ja Tatsache, zum Beispiel im Sommer oder im ersten Lockdown gab es ja eine Riesendiskussion. Wer wird jetzt den Spargel stechen als Polen? Ist das natürlich eine Debatte, die besonders auch gerade die Migrantinnen und Migranten aus Polen die ganzen vielen Jahre in diesem Bereich gearbeitet haben. Wer wird unsere Ernten pflücken, ne? Äpfel und so weiter im alten Land und sonst wo in der Republik. Und da hat man ja zum Beispiel im Lockdown ja die Möglichkeit auch gegeben, den Saisonarbeiterinnen aus den verschiedenen europäischen Ländern hier herzukommen. Aber das Problem war ja, dass man für den Gesundheitsschutz ja nicht gesorgt hat. Da gab es ja massive Ansteckungen, weil die Menschen eben auch fragwürdig untergebracht sind, nicht nur bei Tönnies, sondern auch in anderen Unternehmen. Da ist ja die Problematik gegeben, dass die Menschen auf dieses Geld angewiesen sind. Deutschland die billigen Arbeitskräfte hierher holte, aber für ihren Gesundheitsschutz nicht gesorgt hat. Nicht? Und da fragt man sich natürlich, wie verantwortungslos ist das eigentlich? Denn die Politik hat die Ausnahmen geschaffen, aber die Wirtschaft nicht dazu verpflichtet,
für ihr Recht auf Gesundheit auch zu sorgen. Genau. Und das ist auch in höchstem Maße eigentlich rassistisch, wenn man also Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Polen oder woanders hierher bringt, denen aber den Gesundheitsstatus nicht verschafft und in der Pandemie sagt, ja, was macht man mit dem Spargel? Ne? Und da holen wir Menschen aus Polen. Ja, was heißt das? Du hast dort Menschen, die du herbringen möchtest, die in dieser Pandemie der Gefahr ausgesetzt werden, aber der Deutsche darf das nicht. Er muss zu Hause bleiben. Das ist höchsten Maße auch rassistisch gesehen, also von der Seite gesehen. Ja, also wir sehen heute, dass dieses Thema Diskriminierung uns in allen Feldern beschäftigt. Ne? Man muss natürlich auch klar sagen, wenn es um die Bildungsungleichheit geht, sind sowohl Migrantinnen und Deutsche und so weiter betroffen. Das ist ja auch eine Form von starker Diskriminierung. Wir haben das jetzt heute auch ganz toll. Naja, also hier liegt es ja nicht nur an der Herkunft, sondern vor allen Dingen auch der wirtschaftlichen Herkunft. Ne? Absolut. Also. Und auch der ökonomische Status spielt eine große Rolle. Und da hast du uns heute einen ganz tollen Einblick gegeben, lieber Metin. Das war heute eine ganz große Freude, dass du heute bei uns zu Gast warst und wir heute dieses doch sehr schwierige Thema doch sehr gut beleuchten konnten. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Ich danke euch. Ja. Und euch da draußen wünschen wir einen schönen Abend und freuen uns natürlich auf übernächste Woche. Nächsten Freitag wird es in dieser Form keinen Talk geben, weil da ist ja unser Bundesparteitag. Und da werden wir tatenkräftig dran teilnehmen und ihr hoffentlich live, auch. Ja, ihr natürlich auch, kann man im Livestream sich anschauen. Und dann sind wir übernächste Woche wieder für euch da um 19 Uhr und wünschen euch einen schönen Abend und alles Gute.